weiß der Begründer, was uns bei den Eisernen erwartet. Aber vielleicht hat Vivian zumindest eine Ahnung. Neuer Brief ist eingetroffen. Was können wir denn hier noch machen? Was hast du da für einen Wälzer? Oh, das? Das ist Valestea, eine kulinarische Pilgerfahrt. Ja, so schön. Ich hab's vom alten Harpo. Es scheint, als wäre keine Kreatur so widerlich, dass man sie nicht für ein außergewöhnliches Rezept verwenden könnte. Reichen gewöhnliche Rezepte denn nicht? Wo ist deine Abenteuerlust, Cid? Ehrlich, ein Blick auf diese Rezepte und du tauschst dein Schwert gegen ein Fleischerbeil ein. Vom Spießbraten bis zur Pastete. Alles hier drin. Was würde ich dafür geben, eines davon auszuprobieren? Falls du meinen Segen dafür brauchst, dann nur zu. Ich bin kein Jäger, Cid. Der erste Wurm, auf den ich treffe, würde mich fressen. Aber du bist aus härterem Holz geschnitzt. Würdest du mir bei einem der Rezepte helfen? Na klar. Ich fürchte, du akzeptierst ein Nein nicht als Antwort. Gut, ich helfe. Großartig, danke. Und? Was steht auf der Speisekarte? Der kühne Eintopf. Dem Autor zufolge war er mal ein Favorit unter Oriflams Feinschmeckern. Aber Molly kennt ihn nicht. Das Rezept selbst ist leider nur verdammt vage, was die wichtigste Zutat angeht, während die Zubereitung bis zum Überdruss durchgekaut wird. Eine Bestie, kein Zweifel. Sicher eine, die mit einem einfachen Koch wie mir kurzen Prozess machen würde. Aber wunderlich violett? Keine Ahnung, was das sein könnte. Was steht dazu noch im Buch? Nur, dass sie wie ein zartes, einsames Veilchen einem Bett aus Rosen entwächst. Rosen. Rosaria vielleicht. Einer der Fleischer in Marthas Rast könnte was wissen. Ich frage, wenn ich wieder dort bin. Gut, dann gucken wir mal. Vor allem würde ich ganz gerne hier nochmal bei dem Vieh Dingsbums gucken, obwohl das haben wir eigentlich besiegt. Das müsste unser Ansehen steigern. Müsste unser Ansehen gesteigert haben. Nee, das war nicht das Vieh. Engel des Todes. Sonnenpfad, Sandbreck. Oh, ich habe gar nicht mit dir gerechnet. Kommst du, um den Lohn für deine Mühen einzufordern? Komm bald wieder, dann habe ich vielleicht mehr. Das ist doch schön. Ach, die sind alle so lieb. Ring der zeitigen Heilung. Ich weiß nicht, ob das Berserker-Ring. Nicht nur an den Fingern, sondern starren sie sich auch an vielen Stellen in den Rest des Körpers durch die Haut. Gelehrte gehen heute davon aus, dass der Äther, mit dem der Schmuck verstärkt wurde, das Blut von Nichtträgern mit der Zeit vergiftete und eine Tobsucht hervorrief, die den Berserkern die Furchtlosigkeit auf dem Schlachtfeld bescherte, für die sie so berüchtigt waren. Erhöht mit jedem perfekten Ausweichen kurzzeitig die Kampfkraft. Oh, das ist eigentlich nicht schlecht. Erhöht den Schaden von Satz. Verringert die Wartezeit bis zum erneuten Einsatz von Krallensturm um 3 Sekunden. Ist eigentlich auch nicht. So, dann gucken wir uns mal die Fähigkeiten an. Sollte eigentlich gut passen. So, Feuerramme ist fertig. Jeden Tag wieso haben wir nie etwas von diesen Hütern der Flamme gehört? Dann machen wir mal hier nochmal kurz weiter. Justin ist kurz AFK.
Vom Kai habe ich jetzt auch noch nichts gehört und oder gelesen. Danke, dass ihr bei uns bleibt. Wir Übriggebliebenen müssen doch jetzt zusammenhalten, findest du? Ah, willkommen. Die Zeiten mögen hart sein, aber wenn du Gil hast, hab ich die Ware. Was darf's denn sein? Hast du etwas wunderlich Violettes? Und wenn nicht, weißt du vielleicht, was damit gemeint sein könnte? Oh, das habe ich nicht mehr gehört, seit ich ein kleiner Junge war. Du suchst nach Skorpionschwänzen. Wunderliche Veilchen hat man die Art früher genannt. Wenn man sie kocht, färben sie auf alles andere ab. Daher der Name. Die Leute haben sie in den Topf geworfen, wenn es nichts anderes gab. In Kriegszeiten zum Beispiel. Zum Glück geht's uns noch nicht so schlecht. Und selbst wenn, Skorpionschwänze verkauft hier niemand mehr. Leben diese Skorpione hier noch irgendwo? Davon gehe ich aus. Im Drillingsschilf wirst du fündig, wenn du mich fragst. Danke. Das war sehr hilfreich. Okay. Oh, da muss ich jetzt... Da muss ich jetzt manuell hinlaufen. Wir wissen nicht, was das ist. Mach mir hier ja keinen Ärger, klar? Hast du gerade zu mir gesagt, ich soll keinen Ärger machen? Gut so. So, machen wir uns mal auf die Suche nach ein paar Skorpionlümmeln. Kommen wir hier durch? Braves Mädchen. So, ab nach Hause. Dann weiß ich, was auf mich zukommt. Halten aber viel aus. Das war's. Wunderbar. Ich bringe sie besser gleich zu Ivar, bevor sie schlecht werden. Riechen tun sie schon so. Schön. Wir haben noch einiges zu tun. Irgendwas mit Ruhm. Mit dem Koch und noch irgendwas. Hast du die mysteriöse Zutat gefunden? Ja, das habe ich. Wunderbar. Zeig her. Was soll ich denn damit? Die sind doch giftig. Da hast du recht. Aber das scheint dein Pfeilchen zu sein. Dann werden die wohl in den Topf wandern. Warte hier. Geht ganz schnell. Ja gut. Das sieht widerlich aus. Ich präsentiere den kühnen Eintopf, auferstanden aus der Asche der Vergangenheit. Schnapp dir einen Löffel, bevor es kalt wird. Ich, bin satt. Tja, wenn ich alles weggespachtelt habe, ist es zu spät. Dein Pech.
Heiliger Suppenlöffel, als würde man im Sumpf ertrinken. Ein Angriff auf die Sinne. Und doch verstecken sich hinter der beißenden Würze komplexe Fleischnoten. Es dauert einen Moment, bis man überhaupt wieder etwas schmeckt, aber nie habe ich etwas nur halb so Gutes gekostet. Vielen Dank, Sid. Was zum Geier? Das freut mich. Das muss jeder erleben. Ich werde nicht eher ruhen, bis ich jedem hier im Versteck eine Schüssel von diesem Eintopf vorgesetzt habe. Ein Bissen davon und Molly wird darauf bestehen, Skorpione zu züchten. Das wird sie sicher. Nein. Muss nicht sein. Ich brauch's jetzt nicht unbedingt. Typischer Adel. Der steckt sich lieber. Wieso haben wir nie jeden etwas Tag werden neue Aufgaben angewendet? Hallo August, wo ist denn der Juli? Gibt's ein Problem? Schledorn ist das Problem. Der Kerl bläst nur noch Trübsal. Sonst reichen ein, zwei Bier und dann ist er wieder der Alte, aber diesmal nicht. Ja, dann gib ihm 5. Irgendwas bedrückt ihn und er will mir nicht sagen, was. Er hat einfach keine Energie mehr. Sogar seine ewige Motzerei hat er eingestellt. Oh, dann wird's ernst. Aber wenn du mal mit ihm redest. Dich mag er doch, oder? Also, kommst du mit? Na klar. Gern. Wenn das hilft. Du bist meine Rettung. Aber wenn er nicht will, dann will er nicht. Wir sollten ihn nicht drängen. Schon klar. Also, wenn wir zusammen hingehen, riecht er Lunte. Deshalb gehe ich vor und du kommst danach, ja? Bis gleich. Wir sehen uns bei der Schmiede. Bin ich mal gespannt. Ich könnte schwören, dass wir mehr hatten. Dieses Monster hat wohl gefallen und Karol gefunden. Erst August. Und jetzt du. Was ist hier los? Ich bin doch sonst nicht so beliebt. August macht sich Sorgen, dass dich irgendwas bedrückt. Ich dachte, du willst vielleicht drüber reden. Interessant. Ich hab dir gesagt, dass ich in Ruhe gelassen werden will. Und was machst du? Oh, der kriegt gleich eins hinter die Backen. Nur helfen, oder? Ist doch nett von ihm. Red mit ihm. Vielleicht geht's dir ja besser, wenn du mal alles rauslässt. Komm schon, ich mach mir Sorgen. Ja, genau, das wird's sein. Stur wie ein Esel. Es gibt nichts zu erzählen. Nichts davon ist der Rede wert. Erzähl einfach drauf los. Charon und ich haben eine Abmachung. Ich helfe ihr mit Götz und sie zeigt mir, was die Konkurrenz so macht. Interessante Waffen, Rüstungen und so weiter. Neulich hatte sie irgendwo einen Kyras aufgegabelt. Meisterhafte Lederarbeit. Leicht und widerstandsfähig. Sowas hast du noch nicht gesehen. Dagegen sind meine plumpen Sachen der letzte Schrott. Ich hätte das Mistding kaufen und mir die Technik abgucken sollen. Aber ich war zu stolz. Und jetzt denke ich Tag und Nacht an Ledernähte. Und daran, was für ein zweitklassiger Handwerker ich bin. So, zufrieden? Habe ich euch genug bespaßt? Dann zischt ab. Na gut, bis später.
Für mich war Schledorn immer so eine Art Naturgewalt. Eine Gewitterwolke voller Schnaps. Dass der sich verunsichern lässt. Und das von irgendeinem Lederfummel. Schledorn ist sehr stolz auf seine Arbeit. Sowas nimmt er sich natürlich zu Herzen. Und wenn wir Pech haben, wird das noch schlimmer. Wenn er an sich zweifelt, leidet sein Handwerk. Und dann zweifelt er noch mehr. Wir müssen etwas tun. Auf jeden Fall. Dieser Kyras, von dem er gesprochen hat. Vielleicht lässt sich da was machen. Wir könnten versuchen, ihn aufzutreiben. Wäre ein guter Anfang. Wunderbar. Dann wollen wir mal. Gehen wir zu Charon. Na gut. Kein Zutritt, auch nicht für dich. Wer? Ist das das Quartier von Jill? Charon, eine Frage. Schledorn sagt, er habe letztens einen Kyras hier gesehen. Ein absolutes Prachtexemplar, seiner Meinung nach. Er ist völlig besessen von dem Ding. Und da wollten wir es für ihn kaufen. Der ist leider schon weg. Ich dachte, Schledorn will ihn nicht so, wie der die Nase gerümpft hat. Aber gut gearbeitet war er, das stimmt. Auch wenn der Hersteller ein komischer Vogel war. Ich bin ihm auf einer Reise begegnet. Dieser Kyras war wohl eine Auftragsarbeit, die aber nicht abgeholt wurde. Was weiß ich, was da los war. Da hab ich ihm das Ding eben abgekauft. Weißt du, wo wir ihn finden können? Wie gesagt, er war etwas schräg. Eine Werkstatt hat er nicht. Dafür hat er was gegen Jäger. Und scheint voll lieber selbst zur Jagd zu gehen, anstatt das Leder einfach irgendwo anzukaufen. Interessant. Und gerade fällt mir ein, er sagte, sein nächster Auftrag sei ein paar Beinschienen aus Greifenleder. Ah, jetzt wo du das sagst, am Jagdbrett stammt auch was von einem Greif. Wo wurde der nochmal gesichtet? Irgendwo in Sanbreck, glaube ich. Kernorvon, das war's. Danke, Charon. Du hast uns gerettet. Wäre nicht das erste Mal. Tja. Dann werden wir diesen Lederarbeiter wohl am ehesten finden, wenn wir uns den Greif vorknöpfen, oder? Den Greif überlasse ich dann lieber dir. Wenn du jagen gehst, gehe ich auf die Märkte. Vielleicht kann ich da rausfinden, wo er wohnt oder sowas. Feigerlappen. Dann wird ihn einer von uns sicher finden. Finde mit Hilfe des Jagdbretts den Greifen. Das ist mal wieder viel zu viel für eine Nebenquest. Typischer Adel. Versteckt sich jemand. Es wäre schön, wenn die nicht immer das Gleiche sagen würden. Ich hörte, bist du auf der Jagd nach einem Greifen, Kubo. Das muss dein Glückssack sein. Ich habe nämlich hier ein Brett nur so darauf gewartet, entdeckt zu werden. Greifen auf dem Pfad von Kielbrück nach Kernovent. Okay. Schade, dass es nicht als... Warum kann ich das nicht alles annehmen? Kielbrück nach Kernovent. Kielbrück nach Kernovent. So, wo haben wir es denn? Drillingsschilf. Marthas Rast. Kielbrück nach Kernovent. Kielbrück. Nordstedt. Kernovent. Also hier irgendwo. Von Kielbrück nach Kernovent.
Also irgendwo am Sonnenpfad. Einen schönen Tag. Sid, was bringt dich hier? Ich will einen Greifen jagen. Jetzt habe ich so ein bisschen Witcher-Flashbacks. Die Kristalle vom Schweif sind alles. Ja, da benutzt die Kristalle nicht, sondern eure normale Kraft. Dann wird das auch schon passen. So. Es heißt, ein paar Träger in Rosaria hätten die Schlacht. Och. Es waren nicht nur ein paar Träger. So, hier muss irgendwo. Das war aber kein Greif. Okay. Gucken wir mal, ob man da irgendwo weiterkommen. So. Was sich hier befindet. Eine Mauer. Immerhin finde ich gut Heiltränke. Ist das ein Chocobo oder was ist das? Den Raptoren hier. Also stark waren die jetzt auch nicht unbedingt. Für Raptoren ein bisschen schwach, würde ich sagen. Aruna. Ich
Au! Es war nicht das, was ich erwartet hatte, aber lief gut. Und Stufe erhöht. Es ist vorbei. Finde Frieden. Aber hier fehlt noch ein Greif. Drachenhorst oder Kernowit Osttor? Ich renn mal nach Kernowet. Nichts mehr zu holen in diesem armseligen Land. Aber von uns kauft ja eh keiner. Ja, oh, schade. Dalmeka hatten es in Sanbrek wirklich noch nie einfach. Aber jetzt? In Nordstedt würden sie uns wohl steinigen. Warte mal, war das nicht in Sanbrek? Also hier muss es irgendwo ein Greifen geben, wenn ich mich nicht irre. Die Frage ist nur... Es war eine kurze Gesellschaft. Habe ich überhaupt richtig geguckt? Ich verstehe es halt nicht, dass es hier ein Greifen geben soll. Ich wüsste nicht wo. Lass mich mal überlegen. Habe ich mich so verlesen? Ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich so beschissen geguckt habe. Wieso haben wir nie etwas von diesen Hütern der Flamme
So, den haben wir platt gemacht, die haben wir platt gemacht. So. Avis beträchtiger Größe, Nest auf dem Hügel von Ispool. Okay. Dann machen wir uns doch jetzt mal handschriftliche Notizen. Ich will aber kurz gleich nochmal die Aufnahme beenden, weil da war aber lang genug. Ach nee, eigentlich gar nicht. Halbe Stunde. Fratzenteufel. Hügel, Nähe von Ispool. Was hältst du eigentlich von Wild Beasts, glaube ich, so heißt das Ding. Ich meine, du hast mir davon mal erzählt, Justin, weil da war ich nämlich heute auch am Überlegen, mir das Spiel dazu zu holen. Part von Kielbrück. War schon richtig. Nach Kea Norwind. Erlebte einer unserer einen Windstoß, der so gewaltig war, von dem sogleich die Flucht ergreifen. Bei Befragen Hieroglyph kann der bekannten Erzgreif erst weiterhin verhandeln. Bond meines ist weiterhin verhasst aufgrund seines Appetits auf Chocobos und Kinder. Ja, dem Pfad von Kiebrück nach Kea Norwed. Wir sind nicht allein. Ja, ist ja okay. Ich will nur diesen fucking Greif anscheißen. Dem Pfad von Kielbrück nach Kea Norwed. Das müsste hier ein Pfad sein. Ein Pfad ist ja jetzt nicht unbedingt eine Lichtung oder ein Tal. Aber ich sehe jetzt hier nichts. Passierbar. Fahrt von Kielbrück nach Kea Norwed. Das bedeutet, es muss ja hier irgendwo sein. Doch auf einer etwas größeren Lichtung. Er frisst gerne Chocobos und Kinder. Na schön. Ich würde gerne auch so viel Magieschaden machen.
Da hinten sehe ich was Großes. Ich glaube aber, das könnte ein ganz normaler Raptor sein. Das sah für mich zumindest halt eher wie ein Raptor aus und nicht wie ein Greif. Ja, das ist ein Raptor. Aber hier sind auch Chocobos, also... Entschuldige, Antilope. Bin ich doof? Der sieht alles für mich nicht nach Greif aus, aber der frisst gerne Schokobos. Das bedeutet, er müsste doch hier theoretisch irgendwo in der Nähe sein. Aber Greifen, was ich aus Witcher kenne, ist, dass die ihre Nester gerne auf Hügeln haben. Ach, Hundi. Regnet es verprügelte Wildhunde. Ne, Kielbrück. Kielbrück müsste in diese Richtung sein. Ach, kommt schon. Alter Schwede. Alter, die Kleine macht gut Aua. Ja gut, der Hund auch. So, willkommen zurück, Justin. Aber es kann doch nicht sein. Ich habe doch den Greifen nicht... Ich habe den Greifen doch nicht... übersehen. Muss ich den Auftrag jetzt irgendwie triggern? Kann ich mir so nicht vorstellen. Ich habe das Gefühl, der Greif ist hier noch gar nicht getriggert. Für mich sieht das aus, als würde der hier irgendwie in der Nähe sein sollen. Aber ich finde ihn halt nicht.
Lass unseren Hund doch nicht alleine gegen den Raptor kämpfen. Nee, verstehe ich nicht. Gut so. Der Greif hat Hunger auf Chocobos, ja. Kielbrück und Care Norstedt. Könnte denn hier dieser fucking Greif sein? Da muss ich jetzt mal nachgucken. Andernfalls sprecht hierzu nach der Hauptmission. Ja, um den Greif zu töten, müsst ihr das Heilige Kaiserreich San Breck reisen. Westtor. Da kommen wir, glaube ich, noch gar nicht hin. Ich glaube, da müssen wir zum Westtor, wenn das Osten ist, wenn das das Osttor ist, dann müsste das hier das Westtor sein. Das bedeutet, die Karte ist keine Ahnung. Hier ist der. Und ich habe natürlich nichts freigeschaltet. Einen schönen Tag, Sid. Was bringt dich hier? Die Jagd nach einem Greifen. Ach, die Kristalle vom Schwein. Du hast ein gutes Händchen mit der Angelrute. Bin ich also falsch? Thank you.
muss ich doch wieder hier hoch. Ach, die Jill, die kommt sich bestimmt auch richtig bekloppt vor. Ja, das ist der richtige Weg. Gut. Habe ich die ganze Zeit falsch gesucht, ich Vollidiot. Dum, dum, dum. Aber das passiert hier öfters. So, muss ich nur gucken, ob ich hier noch irgendwelche Teleportsteine freischalten kann. Fällt mir gar nicht, wenn mein Hund sich mit einer schwarzen Witwe anlegt. Muss ja ganz ehrlich gestehen. Könnte vielleicht nicht gut ausgehen. Zeit zu kämpfen. War auch nichts, ne? Gut, der soll hier sein. Das ist ganz gut. Und Nordplateau ist auch noch ein Dingsbumspunkt. Da kann man auch gleich ein paar Skorpione mit abschlachten. Unser Hund hier ist so stark, dass er die Viecher mit seiner bloßen Schwanzspitze killt. Ich meine, komm schon. Oh mein Gott, das sah übel aus. So, was gibt's hier?
sieht aus wie deren Versteck. Scheint aber nicht zu funktionieren. Noch nicht. Der scheint hier nicht umsonst zu sein. Greife sind nicht gerade leichte Beute. Wenn unser Lederexperte sich da mal nicht übernommen hat. Weiß nicht, ob es hier was gibt. Ah. Hier ist dieser Dingsbumspunkt. Okay, verstehe. So, ich habe alles ready. Alte Ränge zwar nicht voll, aber ausreichend. Ist aber ein schöner Greif. Tut mir ja schon fast leid, den Hypogriff Rang B. Okay, der sieht schon allein wegen dem Faltengesicht schon böse aus. Au. Yeah.
Aua! Rotlegierung und Meteorstein. Was ist, Großer? Ist das unser Mann? What the heck? Alles in Ordnung? Ich werde es überleben. Das ist gut. Der Greif hat mich erwischt, bevor ich schießen konnte. Aber hier im Gras scheint er mich dann aus den Augen verloren zu haben. Sieht Sei froh. So Adler haben normalerweise riesig, extrem gute Augen. Ich heiße Kamil. Ich bin Lederarbeiter, falls du das nicht schon gerochen hast. Gerochen nicht, aber geahnt. Erinnerst du dich an eine Händlerin namens Charon? Ha, die werde ich so schnell nicht vergessen. Sie hat mir letztens einen Kyras abgekauft. Erst war sie ganz angetan von meiner Arbeit. Und dann hat sie mich runtergehandelt, als ging's um ihr Leben. Ha, sag nicht, sie will ihn umtauschen. Nein, ich bin hier, weil... Oh, da bin ich aber geschmeichelt. Solltest du sein. Er ist ein wahrer Meister und zeigt sich nicht oft beeindruckt. Schmiede sind stolze Leute. Die haben normalerweise nicht viel übrig für Rüstungen ohne Metall. Und ich nehme an, dass ein grandioser Kämpfer wie du sicher zu seinen besten Kunden zählt, habe ich recht? Tja, ich würde euch wirklich gerne weiterhelfen, aber... Moment mal, vielleicht könntest du ihm das geben. Was ist das? Ein Stück Leder. Daraus war auch der Kyras gemacht. Das wird dein Schmied sofort erkennen, wenn er so gut ist, wie du sagst. Danke. Ach, ist nur ein Fetzen Leder. Dank dir gehe ich heute mit haufenweise Greifenhaut nach Hause. Und du hast mir die Haut gerettet. Ach, also, ich würde ihm ja die Technik an sich verraten, aber das wäre gegen die Regel. Betriebsgeheimnisse, du weißt schon. Kein Problem. Ich bringe sie mit. Vielen Dank für deine Hilfe. So, langsam ruft mich die Arbeit. Das stimmt. Grüß deinen Schmied von mir, ja? Mach ich. Und danke. Ja, ist doch super. Mal sehen, was Schledon hierzu sagt. Dieses Grinsen. So, ist doch schön. Das ist doch schön. Wunderbar. Wie lange sind wir dann schon live? Habe ich jetzt... Naja, 4,5 Stunden. Ich denke mal, das schickt zu langsam. Dieses Monster hat wohl Gefallen an Charon. Und wenn wir Glück haben, findet Clive den Kerl sogar. Wie ist es gelaufen? War er da? Hast du ihn gefunden? Er war da. Und das hier ist für dich. Mit bestem Gruß. Nicht im Ernst. Seine Technik konnte er nicht verraten. Er sagte aber, ein Meister wie du brauche nur eine Probe, um sie zu durchschauen. Das ist es also. Ha, ein Geniestreich. Er hat verschiedene Arten geschichtet. Und das mehrfach. Das macht das so stabil. Und für diesen Glanz muss er ein Wahnsinnsöl benutzt haben. Das ist hervorragende Arbeit. Noch besser, als ich dachte. Ja, wenn du das sagst, sieht ganz normal aus. Egal, du wirst es wissen. Ach, Clive, hat der Kerl dir eigentlich seinen Namen gesagt? Kamil war sein Name. Hab ich's doch geahnt. Kein Lederarbeiter ist so lebensmüde, selbst auf die Jagd zu gehen. Bis auf Kamil, da waren sich die Marktleute einig. Kamil kommt aus Tabor, wie die meisten Lederarbeiter.
Aber in seiner Familie wird irgendeine geheime Technik weitergereicht. Und die Konkurrenz ist wohl schon seit Ewigkeiten hinter seinem Geheimnis her. Dann behalten wir das hier besser für uns. Toll. Jetzt stehe ich hier und habe ein schlechtes Gewissen. Ihr hättet das nicht tun müssen. Aber geholfen hat's. Also gut, dass ihr ihn gefunden habt. Gern geschehen. Na gut, Clive hat die Arbeit gemacht, aber egal. Gut, dass du wieder der Alte bist. Herrlich, schön. Erwarte aber nicht, dass ich das hier perfekt nachmache. Für diese Technik braucht man ganz spezielles Leder von ganz bestimmten Bestien. Deshalb geht der Mann persönlich auf die Jagd. Und du willst nicht wissen, wie oft man dieses Leder ölen muss. Aber vielleicht kriege ich was Ähnliches hin. Etwas, was auch ein Fluchbrecher instand halten könnte. Also dann, genug geschwafelt. Ich mache mich an die Arbeit. Der hat schon wieder irgendwas Besonderes für uns. Ich riech's. Mein Gaming-Instinkt-Näschen sagt... Scheint, als bräuchten wir doch keinen neuen Schmied. Einen besseren hätt's eh nicht gegeben. Und vermisst hätte ich ihn auch. Niemand erzählt bessere Geschichten als Schledorn in der Schenke. So, das war das. Dann mal zurück an die Arbeit. Was sagt denn mein Controller? Na, ja, der ist noch. Danke, passt noch. Clive. Hast du einen gut bei mir. Drachentöter-Innengurt. Drachentöter-Inn oder Drachentöter-Innengurt? Aber wahrscheinlich eher Innengurt. Clive? Was willst du? Ja, Elektrum. Oha. Arm der Drachentöter. Oh, das wäre Armreife. Das wäre natürlich eine geile Sache. Blitzschlag, Flammenzunge. Also ich brauche Elektrum. Und gallenartige Masse. Gut. Elektrum und gallenartige Masse. Hört sich eklig an. Aber ich will mal gucken, ob die Mutti mir das verkauft. Wo ist sie dann? Ich könnte schwören, dass wir mehr... Die wilde Hilde. Da. Dieses Monster hat wohl Gefallen an Charon gefunden. Was ist denn? Sag doch gleich, dass du was kaufen willst. Mm-mm. Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. Ich hoffe, du hast es passend. Du machst mich noch arm, mein Junge. Notenrolle. Komm wieder vorbei. Oder auch nicht. Mir ist es gleich. Sag mal, bin ich blöd? Wand der Erinnerung. Post. Ja, gucken wir mal, was wir so in der Post haben. Ohne den verdammten Staub wäre das tote Land nur halb so schlimm. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Es tut mir leid, dass ich dir immer wieder diese albernen kleinen Briefchen schreibe. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit, um persönlich miteinander zu sprechen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir jeden Tag, den wir zusammen verbringen, zwei weitere getrennt voneinander ertragen müssen. Ich war so froh, als ich von deinem unerwarteten Wiedersehen mit Ambrosia oder doch Weißherz gehört habe. Du hast mir einmal erzählt, wie sie sich in jeder Nacht am Phönixtor
geopfert hat, um dich zu beschützen. Und so viele Jahre später finden wir raus, dass sie ihr ganzes Leben lang nicht aufgehört hat, anderen zu verteidigen. Manche Dinge ändern sich wohl nie, oder Clive? Das ist hier der Chefbalkon. Scheint so. Der Clive hat es hier geräumiger als ich. Aber so eine Tür, so eine Doppeltür wäre schon geil. Ah, na gut, da muss ich mit Vivian sprechen. Ich komme ja wahrscheinlich wohl zu nichts. Ich dachte, ich könnte mir das Drachentöterzeug noch besorgen, aber dem war wohl nicht so. Typischer Adel. Doch, ich dachte, er macht jetzt ein Pferd da. Wieso haben wir nie etwas von diesen Hütern der Flamme gehört? Wie kann ich dir heute behilflich sein, Clive? Nur für dich. Viel Glück da draußen, Sid. Ja, Sid oder Clive, was denn jetzt? Vivian, was sagst du denn, Mäuschen? Wieder hier, Lord Rosfield? Doch. Es rührt mich, dass du meine Gesellschaft so schätzt. Fuck. Im Moment brauche ich eher deinen Rat als deine Gesellschaft. Oh, charmant wie immer. Was gibt es denn heute? Die Eisernen. Erzähl mir bitte von ihnen. Dann segelt ihr also bald nach Drachenhauch, nehme ich an. Ja, mal kurz Baby machen. Zum Mutterkristall inmitten der siedenden See. Es gab eine Zeit, in der ein jeder Rosaria für einen Besuch nur den Wellen trotzen musste. Aber die Eisernen hatten andere Pläne. Wie du weißt, herrschen die Eisernen, oder vielmehr ihre religiösen Führer, über die Inseln im Westen Stürms. Anders als in Sanbrek wird Religion dort nicht nur als Werkzeug zur Manipulation der Massen missbraucht. Nein, das Eiserne Königreich verkörpert die kristallene Orthodoxie regelrecht. Wer die Eisernen durchschauen will, muss das erst verstehen. In ihrer Lehre ist die Verehrung der Mutterkristalle ein zentraler Glaubenssatz. Kein Wunder, dass es ihnen missfällt, wenn Ungläubige die Heiligtümer ausbeuten, um mit deren Splittern Wannen zu füllen und Lampen zu entzünden. Äther ist in ihren frommen Augen ein sündhafter Stoff, ja sogar ein Gift. Entsprechend sind Domini für sie Instrumente des Bösen, die sie sich für die rechten Zwecke jedoch auch selbst zunutze machen. Vor nun gut 80 Jahren im Norden Stürms ist Drachenauge erloschen. Und die Armeen der nördlichen Gebiete marschierten auf der Suche nach Äther in Richtung Rosaria. Unerbittlich von der Fäule getrieben. Als die Schilde des Phönix ausrückten, um sie abzufangen, sah das Eiserne Königreich seine Chance. Es nutzte die Gunst der Stunde, um seine Krieger nach Drostanus zu entsenden und die Insel mitsamt ihrem Mutterkristall Drachenhauch an sich zu reißen. Über die Jahre sind die Rückeroberungsversuche zum Erliegen gekommen. Zu deinen Lebzeiten hat dort kaum ein rosarischer Soldat mehr Fuß an Land gesetzt. Und nun, da Rosaria von Sanbrek annektiert wurde, haben die Eisernen erst recht nichts mehr zu befürchten. Also bleibt ihnen ihr Sprungbrett zum Festland erhalten, während sie auf den richtigen Zeitpunkt für ihren nächsten Kreuzzug warten. Der Mutterkristall ist für die Eisernen nicht nur von religiöser Bedeutung, sondern auch ihr Tor zum Festland. Daher betrachten sie Drostanus als heiligste Erde. Eines Tages soll die eiserne Flotte von dort aus in See stechen und alle anderen Mutterkristalle erobern oder untergehen. Mein Vater und mein Großvater haben beide mit den Eisernen gekämpft. Alles nur wegen Drachenhauch. Ohne die Geschehnisse am Phönixtor hätten wir die ganze Flotte ausgeschickt. Stattdessen schickten sie ihre Flotte gen Rosaria, nahmen die Hauptstadt ein, töteten die Männer und raubten die Frauen, einschließlich Jill. Ich denke, niemand könnte dir ein paar Rachegefühle verübeln, Clive. Mein Ziel ist einzig und allein der Mutterkristall.
Aber trotzdem danke. Hier gibt's nichts mehr zu tun. Verfickten. Mal sehen, ob du bereit bist. Diese verfickten Penner. Typischer Adel. Komm zurück. Es ist bald vorbei. Bist du soweit? Ich glaube schon. Tja. Als du sagtest, du musst mit deiner Vergangenheit abschließen, ging es dir nicht um die Zerstörung von Drachenhauch, oder? Nein. Ich sprach von Imran, dem Patriarchen der kristallenen Orthodoxie. Er hat mich gezwungen, all diese Gräueltaten zu begehen. Ich werde ihn töten. Nur so kann ich mein altes Leben wirklich hinter mir lassen. Und endlich nach vorne blicken. Und es wird mir auch gelingen. Mit dir an meiner Seite. Immer. So wie ich an deiner Seite bin. Wir zerstören den Mutterkristall gemeinsam. Und Sid wacht über uns. Machen wir ihn stolz. So, wollen wir jetzt weitermachen oder nicht? Also, ich beende jetzt erstmal die Aufnahme, schickt mit der Aufnahme die Frage.